Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. So, wir heben mal unsere müden Knochen hier und treten in die Höhle des Löwen. Wir werden uns mit ihm lässt alles an seinem Platz messen. Also dann, auf in die Arena. Ich will mich mit dir in der Arena messen. Bist du sicher? Das kennen wir schon. Ja, treffen wir uns. Treffen wir uns in der Arena. Wie du willst. Ich habe dich gewarnt. Wir werden sterben. Das ist die Frage. Wenn wir jetzt schleichen. Spaten. Geh das Geschleiche, wenn du keinen Ärger willst. Ich tu gar nichts. So. Also nochmal speichern. Gleich auf einen neuen Spielstand. Moment, gibt's 2x22? 2x23? Hä? Was ist denn hier passiert? Warte mal. Spielstand 22. 22. Was ist denn das? Okay, dann nehmen wir 23. Muss ich ein bisschen umschreiben. So, 23. Okay, passt. Mal schauen, Bier und Öllampe. Super viel hat er nicht. Spart dir das Geschleiche, wenn du keinen Ärger willst. Spart dir das Geschleiche, wenn du keinen Ärger willst. Ich schleich überhaupt nicht. Kann man schlafen? Ich schlafe mal nur ganz kurz bis zum nächsten Morgen. Er muss jetzt ein bisschen länger warten, der Typ. Aber dann garantiere ich, dass es hell bleibt. Was mir wichtiger ist. Im Finstern kämpfen ist nichts lustig, glaube ich. So, wir haben einen Arena-Kampf zu bestreiten. Jetzt ist die Frage, wenn wir den Kerl da jetzt auch schon sagen. Mit Big Jim ist man auch. Gott, das wird böse enden. Das wird böse enden. So, wo muss ich jetzt hin? Ist nicht hier die Arena? Ich käme hier halt. Lass doch nicht weitergehen. Ich glaube schon, ja. Ich warte hier. Was? Dann lass mal echt sehen, was du kannst. Ich werde sterben. Bereit? Bereit. Ah! Au. Au! Hallo, zieh deine Waffen. Das ist ein Trottel. Wieso ist meine Waffe? Ach so! Okay. Laden. Okay, ich habe schon verstanden. Ich hoffe, dass es hier stimmt. Die Waffe haben wir natürlich aufgepessert und ich habe vergessen, sie auszurüsten, weil ich schlau bin. Ja! Ja, da war ja noch was. So, wäre auch gut, die anzulegen. Lässt alles an seinem Platz. Wäre auch gut, sie anzulegen, ich gescheite Frallen. Unglaublich. Unglaublich, Alex. Was machst du da für Blödsinn? Ja, irgendwas muss ich auch können. So, da drüben war jetzt die Arena. So. Boah, die Axt schaut jetzt aus. Schau mal. Gar nicht mal so schlecht. Ich werde trotzdem verrecken. Ja, ich glaube schon. Ist das normal? Eine irre Ziege. Ja, die sitzt einfach nur. Okay, ich dachte schon. Ich warte hier. Die fleht um ihr Leben, hatte ich schon Angst. Dann lass mal sehen, was du kannst. Nix. Bereit? Nein. Bereit. Boah! Oh, wow, wow. Wow, die geht gut. Ich muss erst mal wieder zu... Das darf doch nicht wahr sein. Yay. Fühlt sich an, als hätte eine Horde Wüstenteufel mich plattgetrampelt. Da kann ich meine Belohnung bei Big Jim wohl vergessen. Aber da ich davon ausgehe, dass du noch gegen ihn antreten willst, schlage ich dir einen Deal vor. Ja. Ich will, dass er so richtig auf die Fresse kriegt. Ja. Und um das zu gewährleisten, habe ich ein Mittelchen, das dir den Kampf einfacher machen wird. Schummeln? Was? Ich verzichte auf deine schmierigen Tricks. Ich höre. Ich höre. Klären wir das lieber außerhalb der Arena. Es muss ja keiner hören, was ich dir unterbreite. Also bis gleich. Cool. Boah, mit dem habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Ehrlich nicht, dass das so gut geht. Hohohoho. Oh, geilo. Du gehst vor. Ich geh vor, jawohl. Hey, William.
Williams. Na, Big Jim bist du. Warte. Williams Birne, wo bist du? Der ist weiter weg, ne? Kriege jetzt eine Belohnung, wenn ich. Ich denke. Ich hoffe, das läuft so ab wie bei. Wie bei Gothic, dass wir jetzt mal alle drei besiegen dürfen und dann kriegen wir die Belohnung für jeden Besiegten. War es jetzt Deutsch? Ich glaube. So, warte, wo muss ich hin? Da drüben war der Kerl irgendwo, ne? Da? Da ist er. Hallo. Also, wie kann ich Big Jim schneller erledigen? Da mir durch den verlorenen Kampf eine Menge Kohle entgangen ist, kann ich dir natürlich nicht umsonst unter die Arme greifen. Alter. 500 Splitter und wir sind im Geschäft. Und als kleine Entscheidungshilfe gebe ich dir Folgendes mit auf den Weg. Wenn du vorhast, uns beizutreten, führt kein Weg an Big Jim vorbei. Also solltest du mein Angebot annehmen. Ich will zwar nicht zu euch dazugehören, aber die Erfahrungspunkte hätte ich gerne, also dann lass rüberwachsen. Das ist es mir wert. Sehr gut, Partner. Du weißt, wie man sinnvoll ein Geschäft abwickelt. Ist das irgendwas gepanscht? Gib dem selbstgefälligen Arschloch das hier zu trinken und er hat nach ein paar Schlägen genug. Dieses Gemisch schmeckt wie der beste Schnaps, macht aus dir aber den größten Waschlappen. Er wird doch sicher misstrauisch. Ach was, sobald er das Zeug nur riecht, vergisst er alle Vorsicht. Vertrau mir, er gibt immer den Unantastbaren, aber ist leicht zu durchschauen. Ich bin mir da gerade nicht so sicher, ha? Ehrlich gesagt. Aber wir können es ja probieren. Ich würde sagen, das war erfolgreich. Erstaunlicherweise. Wir dürfen das speichern. Ja. Das war erfolgreich. Wow. Das muss ich fast in den Kalender eintragen. So, Schmuckelchen. Hier, der geht aufs Haus. Du glaubst wohl, wenn du mir jetzt einen ausgibst, dann schlage ich weniger hart zu, wenn es drauf ankommt? Ja. Falsch gedacht. Aber gib schon her. Wegen der Arena. Ich will gegen dich antreten. Ich hatte einen Schlagabtausch mit Gunn, das zuerst. Da erzählst du mir nichts Neues. Du hast ihn ziemlich alt aussehen lassen. Ja. Aber an deinem Sieg gibt es keinen Zweifel. Hier. Danke. Und jetzt bist du dran. Ich will gegen dich antreten. War das zu früh? Vergiss es. Ich habe dir schon meine Gründe dargelegt, warum daraus nichts wird. Na dann, müssen wir zuerst mit dem anderen vielleicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts versaut. Aiki, wo bist du? Ah, der Penta. Hey. Hallo. Hey, neu hier, was? Mhm. Kann man so sagen. Krass, echt krass. Sag mal, kennst du das Geheimnis, wie man ohne viel Arbeit an Splitter kommt? Erzähl mir was. Alles in Ordnung mit dir? Erzähl es mir. Nee, ich wollte wissen, ob du es kennst. Ich bin mal wieder blank wie ein Stück Scheiße aus Papier. Und wie verdienst du dir deine Splitter? Naja, wenn ich nicht gerade zu bin, gehe ich in die Arena. Der Gewinn, den Big Jim mir aushändigt, reicht meist für den nächsten Trip. Toll, freut mich für dich. Du kämpfst also in der Arena. Was kannst du mir über Big Jim erzählen? Ja, Bill Smoldock. Was kannst du mir über Big Jim erzählen? Der markiert hier schon lange sowas wie den Boss. Verträgt locker das Doppelte von dem, was ich mir reinfahre. Aber er zahlt mir immer genug aus, sodass ich bei Doc meinen Stoffvorrat auffrischen kann. Du kämpfst also in der Arena. Klar, Mann. Ich bin vielleicht nicht der beste Kämpfer, aber auch nicht der schlechteste. War mal echt gut. Eigentlich bin ich sogar noch immer. Aber meist bin ich zu dicht, um vernünftig zu kämpfen. Super. Ich glaube kaum, dass du zum Kämpfer taugst, wie gemein. Warum suchst du dir keine andere Arbeit? Hey, ich gewinne genug Kämpfe, also mach mal nicht einen auf Arbeitsvermittler. Eigentlich habe ich nur ein Problem. Ich bin süchtig. Süchtig nach Stims. Süchtig nach Alkohol, Scheiße, sogar
süchtig nach Sex. Und das weiß auch jeder hier. Ja, und? Hast du schon einmal versucht, zugedröhnt, besoffen oder leergevögelt zu kämpfen? Das kannst du vergessen. Ich fordere dich zum Kampf heraus. Ich fordere dich zum Kampf heraus. Du bist ja derbe drauf. Kommt mir eh gelegen. Brauch neuen Stoff. Zumal du mich gerade in einem halbwegs nüchternen Moment erwischst. Da sollte es leicht sein, dich zu besiegen. Aber vergiss nicht, Bruder. Wenn ich gewinne, war's das. Eine Revanche kriegst du nicht. Ist schon gut. Auf einen fairen Kampf. Bier anbieten, nur warum nicht? Auf einen fairen Kampf. Nee, wenn ich mir jetzt einen kippe, mache ich's dir viel zu leicht. Hier, hast es wieder. Alter. Ob das geht? Du schlägst also ein Bier aus? Persönlichkeit hätte man genug, Suggestion können wir nicht. Dabei, oder doch, dabei hast du doch großen Durst. Na, nehmen wir das. Du schlägst also ein Bier aus. Hey, ich wollte dich nicht beleidigen. Dann trink. Na, schön. Brav. Du solltest dich vor dem Kampf noch etwas aufputschen. Wir treffen uns in der Arena. Ich habe es mir anders überlegt. Aufputschen, ja. Du solltest dich vor dem Kampf noch etwas aufputschen. Alter, das Bier ist eigentlich schon zu viel gewesen. Wenn ich jetzt was nehme, qualmen mir die Socken. Ein Outlaw, der Angst vor einem Schuss hat? Ein Outlaw, der Angst vor einem Schuss hat? Angst? Oh, hey, weh. Bruder, du hast mich falsch verstanden. Das bezweifle ich. Okay, ja. Aber dann hauen wir uns endlich aufs Maul, klar? Freilich, verpasst dir so viel Stims, wie du auf Lager hast. Verpasst dir so viele Stims, wie du auf Lager hast. Oh, weh. Sag mal, willst du mich umbringen? Alkohol und eine Überdosis? Da kann ich ja gleich den Bestatter rufen. Ja, habe ich weniger zu tun. Du bist doch längst abgehärtet gegen euren Stoff. Du bist doch längst abgehärtet gegen euren Stoff. Du hast recht. Ich hau mir das Zeug direkt in die Venen und dann erledige ich dich. Jawohl. Wow. Das ballert ganz schön, Alter. Die Farben. Alter, die Farben. Sag mal, hast du das Sofa bestellt? Ja. Krass, ich dachte, die Dinger wären ausgestorben. Warum wird denn jetzt alles schwarz? Was ist denn hier? Was ist denn hier kaputt? Lächerlich. Der ist jetzt echt verreckt. Ups. War das jetzt echt gut? Ich glaube, dass das jetzt gut war. Schauen wir mal. Oh, oh. Das ist alles zu leeren Zwecken, meine Lieben. Also Alkohol und Drogen, auch wenn man es extra nimmt, ist nicht gesund. Wegen der Arena. Wegen der Arena. Ich habe gegen Ike gekämpft. Aha. Ich habe gegen Ike gekämpft. Der Typ ist meist so zugedröhnt, dass er kaum stehen kann. Und was lässt du dafür jetzt springen? Du hättest etwas bekommen, hättest du ihn nach den Duellregeln besiegt. Oh. Aber du musstest ihm ja außer der Reihe deine Fäuste ins Gesicht drücken. Dafür gibt es außer meiner Anerkennung gar nichts. Ja. Oh je. Ich will gegen dich antreten. Ich will gegen dich antreten. So. Du denkst wohl, nur weil du Ike und Gunn geschafft hast, hast du leichtes Spiel mit mir. Aber das kannst du dir von der Backe putzen. Ich bin ein ganz anderes Kaliber. Aber fassen wir die Fakten mal zusammen. Da du alle Hebel in Bewegung gesetzt hast, um mich zu einem Kampf zu bewegen, will ich kein Spielverderber sein. Wenn ich dich durch die Arena jage, wird es eine kurze Vorstellung für dich. Sag mir, wann du bereit bist. Kann losgehen. Bereit für ein Duell? Mehr als das. Triff mich in der Arena. Also jetzt bin ich gespannt, ob das Mittel hilft. So. Ich kenne den Typen nicht. La 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 la. Ich warte hier. Ja, mach nur.
So, ich hätte speichern sollen vorher, ne? Warte, das geht sich vielleicht noch aus. Ist vielleicht eine blöde Idee jetzt gewesen. Keine Ahnung, was das für ein Spielstand ist. 18 Strom, das 22 zweimal gibt, kann ich euch echt nicht sagen. Ich werde es umbenennen, wenn es geht. Oh, geht nicht, ne? Ich wollte es umbenennen in 25. Ah, geht vielleicht. In Spielstand 0,25. Ausnahmsweise. Dann nehme ich dir mal als Reserve hier am Bascha. So, hallo. Zähl bis drei, dann liegst du am Boden. Das werden wir ja sehen. Zieh deine Waffe. Yay! Wow! Yeah! Sehr gut. Steh auf, Freund. Hättest mir ruhig mal den Rücken decken können. Wozu? Und? Du Mistschwein hast mich besiegt. Ja? Vorsicht, oder es gibt einen Nachschlag. Lass gut sein. Einmal verlieren ist schon schlimm genug. Jetzt wird mir niemand mehr folgen, wenn ich die Rebellion ausrufe. Mhm. Kannst stolz auf dich sein. Danke. Wegen einem flotten Kampf gibst du klein bei? Ich habe gewonnen. Zahl mich aus. Gibst du klein bei? Ja. Wegen einem verlorenen Kampf gibst du klein bei? Niemand hat bisher den Duke besiegt. Du hast mich aber jetzt schon besiegt. Mhm. Und das, obwohl ich nicht einmal die Führung habe. Denkst du wirklich, dass mir auch nur einer der Typen hier jetzt die Treue schwört? Hier, das Elixit gehört dir. Verdammte Regeln. Danke. Tschüssi. Oh, wie geil. Hey, das lief super. Du gehst vor. Und mein Ike tut es mir jetzt echt leid. Aber, wir wollen eh keine Mitglieder der Outlaws werden. Wer bist denn du? Haben mit dem hey, schon gequatscht. Du. Du bist doch neu hier. Ich weiß nicht, ob man es dir erklärt hat, aber der Duke, also mein Boss, erhebt Steuern auf sein Territorium. Und ich, armes Schwein, darf sie eintreiben. Und weiter? Ich habe dem Boss schon oft genug erklärt, dass ich kaum dafür geeignet bin. Aber wenn ich ihm die Splitter nicht bringe, legt er mir einen Strick um den Hals oder hetzt mir meine Frau auf den Arsch. Alter. Du würdest mir also einen riesigen Gefallen tun, wenn du mir die Kohle gibst, ohne Ärger zu machen. Ich habe nämlich kein Interesse daran, als Krähenfutter zu verenden. Du hast Angst vor deiner Frau? Ich soll für meine Anwesenheit bezahlen. Ich glaub dir kein Wort. Hier hast du die Splitter. Du hast Angst vor deiner Frau? Du hast Angst vor deiner Frau? Wenn du mit ihr zusammen wärst, hättest du das auch. Ich bin nur mit ihr zusammen, weil sie es so wollte. Aha. Aber von mir aus kannst du mich später über sie ausfragen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Also, was ist jetzt mit der Kohle? Ich soll für meine Anwesenheit bezahlen. Ich soll für meine Anwesenheit bezahlen? Na, nicht nur du. Wir alle müssen das, ohne Ausnahme. Also lässt du jetzt ein paar Splitter rüberwachsen? Wenn nicht, muss ich dem Boss Meldung machen. Auch wenn ich das gerne vermeiden möchte. Mhm. Ich glaub dir kein Wort. Wirklich? Ah, nimm und geh. Hier hast du die Splitter. Das reicht leider noch nicht ganz. Was? Es ist exakt die Hälfte von der Summe, die der Boss haben will. Und glaube mir, ich weiß, was du denkst, aber ich habe die Regeln nicht gemacht. Du kleines Wirstel, ich glaub dir nicht. Ich glaube dir kein Wort. Ich bin bis jetzt wirklich freundlich gewesen, aber wenn du mir die Splitter nicht freiwillig gibst, muss ich sie mir nehmen. Der Boss steht in der Sache ganz klar hinter mir. Also leg es besser nicht darauf an. Jeder weiß, dass ich das tun muss und sie werden nicht zögern, mir dabei zu helfen, dir die Taschen zu leeren. Und ob du dann noch in einem Stück bist, wer weiß. Du willst meinen Splitter? Dann zieh deine Waffe. Ach. Reicht das jetzt? Ja, der Boss wird erfreut sein. Für die nächste Zeit hast du deine Ruhe. Das garantiere ich dir. Deine Frau ist tot. Deine Frau ist tot. Erzähl mir nichts. Niemand wagt es, sich mit ihr anzulegen.
Der Duke würde nie zulassen, dass seine alte Matratze... Soll ich ihre Leiche rankarren? Okay, jetzt verunsicherst du mich. Du meinst es wirklich ernst? Ja. Endlich. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, das zu hören. Ich weiß zwar nicht, ob du deine Finger mit im Spiel hattest, aber was soll's? Nimm das hier. Mir ist gerade zum Feiern zumute. Und das Beste an der Sache ist, ich kann endlich mit Cindy zusammen sein. Keine Schläge können mich jetzt noch davon abhalten. Echt jetzt? Naja. Entschuldigung, Ray. Ihm hat es nicht gefallen, dass ich ihm so viel Geld gegeben habe, aber naja, was soll's. Ich wollte... Moment, was ist das noch für ein... Mit William kann man noch was reden? Wir haben ja schon Belohnung bekommen, oder? Das macht mir jetzt gerade ein bisschen stutzig. Was ist hier los? Bring mir was... Achso, okay, nichts mehr. Bring mir was bei, braucht man nicht, wir haben nichts zum Lernen, keine Pünktchen. So, der Part ist auch zu Ende. Ich will nur noch schnell zu William. Wir können uns eigentlich hinporten, oder? Das geht schneller, der ist ja im Eingang, ne? Ja. Porten wir uns schnell hin. Ich will das nur schnell beenden, dann haben wir die Quest abgeschlossen. So, hier rauf. Ich will immer falsch laufen. Und hier hin, weil vielleicht... Was tut das nicht? Ah, wait war das, genau. Hoppala. Fast richtig. Fast richtig. Du warst es, genau. Hallo, Herr William. Warum hast du Iron Madison getötet? Ich habe damit nichts zu tun, weil es meine Angewohnheit ist, Ungeziefer zu zertreten. ja? Weil es meine Angewohnheit ist, Ungeziefer zu zertreten. Du kannst doch nicht einfach unsere Leute umbringen. Ich dachte, hier tut jeder, was er will. Bist du mir gerade bewusst ans Bein? Glaub mir, solche Aktionen merke ich mir. Entschuldigung, war es das jetzt, siehst du jetzt eine Belohnung, siehst du eine Belohnung auf meinen Kopf, war das jetzt, da? War es das jetzt? Natürlich, es sei denn, du hast mir noch etwas anderes zu berichten. Ja, wegen der Hauptmänner. Ihr braucht eine neue Wache am Nordtor, das, ja? Ihr braucht eine neue Wache am Nordtor. Wieso, was ist passiert? Spike konnte den Hals nicht vollkriegen, Spike ist tot. Ja? Spike konnte den Hals nicht voll genug kriegen. Ich wusste, dass ihm seine Gier irgendwann das Genick brechen würde, verdammter Arsch. Sei's drum, besser wir sorgen schnell für Ersatz. Such Ike auf und sag ihm, dass er ab sofort Spikes Job übernimmt. Normalerweise treibt er sich in der Nähe der Arena rum. Es sollte nicht weiter schwer sein, ihn zu finden. Daraus wird nichts. Der ist auch tot. Jetzt wird es mir aber langsam zu bunt. Mir sterben die Leute unterm Arsch weg und ich kann es ausbaden. Scheiß auf die Torwache, scheiß auf alle. Wenn hier jeder den Löffel abgibt, bevor er einen Job antritt, brauche ich auch keinen Ersatz suchen. Ja. Irgendwann findet sich schon ein Freiwilliger, aber das ist nicht mehr mein Bier. Hier, für die tolle Nachricht. Besten Dank auch. 5 Splitter. Okay, und noch wegen der Hauptmänner. Wegen der Hauptmänner. Das muss man fertig machen. Mad Bobs Schrottlieferung kommt wieder an. Mad Bobs Schrottlieferung kommt wieder an. Sehr gut. Wir brauchen das Metall dringend. Hier, hast du ein bisschen was dafür. Du hast die Zusammenarbeit mit Mad Bob wirklich überlebt. Mhm. Sei ich nämlich ernsthaft erstaunt. Ja. Du scheinst gut mit Menschen umgehen zu können. Ja. Big Jims Rebellion ist fertig. Big Jims Rebellion ist abgeblasen. Genau. Gut, dass du ihm sein dummes Maul gestopft hast. Das wird den anderen zeigen, dass der Duke der wahre Herr des Ödlands ist. Den Rang eines Hauptmanns hat er sich verspielt. Dann haben wir ab jetzt wohl nur noch 3 Hauptmänner. Hier, ein bisschen Spielgeld zum Verbrassen. Dankeschön. Sehr gut. Gut, mit Überlänge haben wir das Ganze jetzt dann doch geschafft. Ups. Das mit dem Ike war nicht so klasse, aber ist ja wurscht, wir wollen da eh nicht. Also ich will hier nicht beitreten, ich will Berserker werden. Und das passt schon so, wenn wir da ein bisschen die Leute dezimieren. Vielleicht müssen wir noch irgendwann gegen den ganzen Haufen da kämpfen. Naja, gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ja, manchmal hat man halt Pech im Leben, ne? Und es läuft nicht alles nach Plan. Aber so ist halt das Leben, ne? Aber ist ja nicht weiter schlimm. Wir haben uns ja doch köstlich amüsiert. Ihr Lieben, das war's wieder für heute.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!